Boah, Monster City, ey, willkommen, ey. Ja, ich helfe dir erst und dann schießt du mich ab, oder was? Hätte ich genauso gut verrecken lassen können, du Spasti. So. Ja, natürlich, Nein, jetzt nur bist du wahnsinnig? Lass mich mal in Frieden hier. Ich muss mir gleich noch eine andere Knarre als Zweitwaffe aussuchen, ey. Das Ding hier, das schießt viel zu langsam. Das ist irgendwie ein bisschen zu ineffektiv. Was? Nein, 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 nein. Ihr Viecher, wo bist du? Da war noch so eins. Ja, mein Aiming ist heute auch wieder total. Okay, da ist nichts. Mehr oder minder. Ah, das sind noch ein paar Halbleiter und sowas. Das kann man gut gebrauchen. Unter Umständen können wir da gleich unseren Anzug nochmal. Okay, hier geht's natürlich nicht rein. Warum auch? Lieber da, wo es total sicher aussieht. Was ist das? Auch eine Karte oder so. Wo, von wem kriege ich denn von euch eine Karte? Da drüben ist was. Ey, guck mal, ein Pult, wo man lustige kleine Spiele mitmachen kann. was? Ja, genau, ey. Auf dich habe ich voll gewartet. Siehst auch nicht, wenn ich gerade am zu tun habe, ne? Blödes Vieh. So, wo waren wir mal stehen geblieben? Ich wollte so machen und so machen und, ne Quatsch, so und so. Und, Moment. So und, so und, so. Zugriffe, weil, ach, ich hab den einen da oben ganz vergessen. Moment. Nee. Sonu? Sonu? Und nur den hoch und den runter und dann ist das auch wieder gut. So und so und so. Spiel, Satz und Sieg. Moment. So und den deinen. Ja, läuft. Okay. Was kommt jetzt? Kernbohrungsplattform. Oh fuck, ey. Ich habe schon so ein tolles Gefühl im Magen. Das wird einfach nur erfreulich werden. Zwei Clip minus ein Nachladen. Okay, hier ist ein Transformator, hier ist Telemetriebolzen, irgendwas, man weiß es nicht ganz genau. Ja, die Bank können wir ja eh erst benutzen, wenn wir das Ding da angemacht haben. Ah, fuck, ey. Kernbohrungsplattform online. Achtung an alle. Behinderung registriert. Bitte beseitigen, um mit der Bohrung fortzufahren. Ja. Isaac, wir sind jetzt am Lack. Was ist das für ein Geräusch? Ah, ein Riesenbohrer steht mir im Weg. Vielleicht kann ich die Sicherheitstore runterlassen. Ob das gut ist? Nur einen Weg, das rauszufinden. Ach du Scheiße. Harry,
Ach du Scheiße. Gibt's keinen Ausschalter? Na genau, Monster. Warte. Ja. In der Mitte ist eine gelbe Sicherung. Ich versuche darauf zu schießen. Oh, bitte, 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 bitte. Ich will nicht gehäckselt werden, Mann. Ah, toll. Komm schon, komm schon, komm schon, Isaac, Alter. Nein. Wow. Wow. Ja, wo muss ich denn hin? Nein, nicht noch mehr. Ich will nicht gehäckselt werden, bitte. Oh, fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Nein, ich nimm doch nicht die, nimm doch rein, du hättest die andere Waffe beibehalten sollen, du Affe! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ja, genau! Oh, vier, fuck, fuck, fuck. 3, 2, 1. Bitte das Deck vollständig räumen. Komm schon, lad nach, lad nach, lad nach. Isaac, Isaac, Isaac. Oh, fuck, fuck, fuck. Was ist das für ein Scheiß? Komm ich hier weg, komm ich hier. Komm, Isaac, Isaac. Schwere Fehlfunktion registriert. Alle Systeme werden abgeschaltet. Ja, danke. Okay, Ellie. Wir gehen jetzt zum Lager. Ist alles okay? Aber klar. Abgesehen davon, dass dieser Planet mich permanent killen will und dein Lover mich hasst, war das bisher ein traumhafter Urlaub. Robert ist normalerweise nicht so. Keine Ahnung, warum. Wir machen das unter uns aus. Früher oder später gewinnt einer von uns. Hast du das Experiment gefunden? Ja. Und? Sieh es dir selbst an. Oh, gut. Ja, das klingt auch schon wieder total verheißungsvoll. Aber es ist schön, dass der Isaac die Situation wenigstens als wirklich irgendwie als einziger in dem ganzen verdammten Trupp hier genau einzuschätzen weiß. Weil wirklich, wie oft sind wir hier? Naja. Alter Schwede. Weil es scheint wirklich der ganze Planet zu sein, der uns hier die ganze Zeit schlachten will. So, was kommen wir als nächstes? Naja. Wir gehen lieber auf Nummer sicher. So. Ach nee, den Sucherbot haben wir noch gar nicht wieder. Okay. So. Immer schön darauf achten, ob irgendeiner von euch nach komischen Monstern aussieht. Schweinebande. Was ist das? Hier war was. Ah, ein Artefakt. Ja, das gucken wir uns mal eben an.
Persönliche Log. Private Edmund Valley. Mit größten Mühen ist unser Grabungsteam zu den Koordinaten vorgedrungen, die Dr. Serrano uns gegeben hat. Der Schneesturm war mörderisch. Damit wir uns nicht verirrten, haben wir die MU-90s zu einer Art Güterzug zueinander gekettet. Den Großteil des Tages kämpfen wir uns so vor und fürchten schon, unsere warmen Koje nie wiederzusehen. Dann legte sich der Sturm ganz plötzlich und wir sahen sie. Sie sagten wie... was? Sie ragten wie Götter hoch auf mit einem monströsen Olymp, der sich hinter ihnen erhob. Bevor ich es selbst begreifen konnte, war ich auf die Knie gefallen und weinte unkontrollierbar, überwältigt von meiner eigenen Bedeutungslosigkeit. Ihr seid Spastis. Um euch das mal in aller Höflichkeit zu sagen, ihr seid alles scheißdämliche Vollidioten. Hey, cool, hier, lass mal Monster werden und so, ey. Spastis, ey, das ist nicht wahr, ey. Sowas Krankes, sowas... Krankes einfach nur. Heilige Scheiße. Isaac, da sind sie ja. Wir sind oben auf der Observationsebene. Was zum Henker ist das? Schlechte Nachrichten, das ist es. Wunderschön, oder? Die Wissenschaftler nannten es Nexus. Sie glaubten, dass die größeren Exemplare als Leiter des Kontrollsignals der Maschine fungierten und dieses Signal an die kleineren Exemplare sendeten. Aha. Und wie bringt uns das weiter? Ich glaube, dass sie die Maschine gefunden haben, indem sie den Signal upstream durch Nervennetze im Inneren der Kreatur nachverfolgt haben. Moment mal. Wir sollen in das Ding reingehen? Ja! Ist es nicht eine wunderbare Chance? Wunderbare Was? Chance. Das Scheißvieh ist tiefgefroren. Wie sollen wir da reinkommen? Die Wissenschaftler haben Wärmetauscher verwendet. Ich versuche mal, sie zu aktivieren. Nein, bringt nichts. Wahrscheinlich gibt's auf dem Dach einen Ofen. Wenn ich ihn finde, bringe ich ihn auch zum Laufen. Ja. Isaac, sei vorsichtig da oben, ja? Ja, tun Sie sich bloß nicht weh. Halt die Fresse. Was eine saugeile Idee wieder. Das ist, Kriechen wir einfach mal in das riesige Monster rein, welches so groß ist wie ein verdammtes Hochhaus. Es ist so eine tolle Idee. Ja, aber ich möchte jetzt gerade keine Waffe upgraden. Mehr brauchen wir nicht. Doch, wir könnten noch mal ein bisschen Munition gebrauchen. So. Und jetzt werde ich aber echt die andere Knarre, doch, die werden wir jetzt austauschen. Und da werden wir nicht Waffenbaupläne nehmen. Und mal gucken. Das Ding haben wir. Der ist ja für den Arsch, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Was haben wir hier? Waffe zur medizinischen Hilfe. Nee, wir brauchen was mit kräftigem Schaden. Schrotflinte. Ja. Das klingt doch noch was. Das ist da eigentlich das hier, oder? Eigentlich? Ist egal, weißt du was? Die bauen wir uns jetzt einfach. Ja. Anstatt dieses Gewehr. Und dann bauen wir die jetzt aber noch ein bisschen um. So ein ganz kleines bisschen so. Und zwar gehen wir dann Waffe herstellen. Da kann man noch... Ah, siehst du, da kann man nämlich jetzt noch was... Nicht verfügbar, nein. Oh, fuck. Ich hatte eigentlich gehofft, wir könnten da noch irgendwas... Unteres Tool, das ist doch... Hydraulikantrieb. Diese Teile legen grundlegende Projektil für unseres Tool fest. Achso, da an der Seite ist das. Ein Nahkampftool, das die Körperkraft des Benutzers verstärkt. Boah, nö.
Pneumatikbrenner. Ein Gerät zum Legen von Bränden, das von komprimierten Gas angetrieben wird. Yeah, Mann, das wäre da. Das wäre es doch. Überwachungsladung. Tele. Was ist Überwachungsladung? Überwachungsladung. Ein seismisches Tool, das explosive Kanister abfeuert. Ein Granatwerfer. Ein Bergbautool, das Bolzen aus einer gehärteten Legierung abfeuert. Nee. Tesla-Kern. Ein Strom. Also haben wir entweder den Flammenwerfer oder aber den Granatwerfer. Ich brauche erstmal hier eins jetzt hiermit. Oh, ist das geil. Was haben wir hier? Standardspritze, Spitze. Oder aber... Boah, den Kompressor, den bauen wir da noch rein. Reichweite gering, Präzision ist aber hoch. Und jetzt Upgrades da reinhämmern. Die Nachladegeschwindigkeit für... Oben erhöhen... Und einen Clip hinzufügen. So, und für unten machen wir dann natürlich die Schadenserhöhung. Und nachladende Geschwindigkeit ist uninteressant. Aber mehr Clips hinzufügen. So. So, und genauso machen wir das jetzt auch. Und damit wäre dann unsere neue Knarre auch, ja, sagen wir mal, betriebsbereit. Wo ich mir jetzt überlege gerade, ob wir dann, Moment, Baupläne, Waffenupgrades, Objekte herstellen, ob ich jetzt eigentlich, nein. Okay, ich hatte gedacht, vielleicht müssten wir jetzt Gas herstellen, um den Brenner halt auch zu benutzen. Oh, herrlich. Bisschen Flamey Flame. Yeah! So, hier, kann ich den auch so auftauen. Geil. So. Was ist das? Okay, das können wir noch nicht benutzen. Ich denke, das kommt gleich noch. Ja, ja. Wenn das ganze Ding hier aktiv ist. Und wenn dann auch die Monster wieder kommen. Na, was haben wir denn hier noch? Persönliches Log Dr. Earl Serrano. Das Nexus-Experiment ist, ja, einfach unglaublich. Wir fanden zwei fast unberührte Exemplare und die Crews arbeiten rund um die Uhr, um sie freizulegen. Wir lernen so viel über die Kommunikation dieser Necromorphs. Die gesamte Spezies scheint durch ein telepathisches Signal in Kontakt gestanden zu haben. Vom niedrigsten Fußsoldaten bis zur mächtigsten Kreatur. Aber woher kommt das Signal? Dieser Frage werde ich nachgehen. Ja. Das sind halt die überintelligentesten, schlauesten Köpfe, die da dran gearbeitet haben. Die Vollidioten. Was haben wir da gekriegt? Ein Clip und Feuerrate, naja. Okay, das ist auch noch alles irgendwie dicht kaputt und hast du nicht gesehen. Die Anzugstation könnten wir benutzen. Hier unten ist noch... Yeah! So, Gefährdin. Mist. Die Anzugstation könnten wir, glaube ich, benutzen, aber das bringt uns gerade, glaube ich, nicht, weil wir nicht genug Wolfram haben, um das Rig-Upgrade zu machen. Ah ja. Schön. Ist dann natürlich auch ganz wieder klar, dass wir als Einziges in der Lage sind oder als Einziger in der Lage sind, mit dem blöden Aufzug aufs Dach zu fahren.
und sich darum die Monsterprobleme zu kümmern. Ja, machen wir das doch. So. So, wo? Ich höre doch schon irgendwo was. Wo? Ich höre doch schon was. Das heißt doch eigentlich, dass hier jetzt direkt wieder... So, meine Freunde. Ja, wie sieht das aus? Wurde euch die Sache ein bisschen zu heiß, wa? So, yeah. Burn, baby. Burn. Ja, was geht? Was geht? Da, hier, brenn, du Schwein. Nein. Da. Hier, Junge. Los Granados, my friend. Okay. Oh. Ja, den Sucherbot, den lassen wir auch noch eben frei. Aber ich würde liebend gerne noch ein bisschen hier mit dem neuen Spielzeug agieren. Der sieht auch fett aus, also. Muss man ja einfach mal sagen.